Hi, willkommen zurück bei Reingeschaut. Ich bin euer Doomsday. Willkommen zur 10. Folge von The Callisto Protokoll. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, als wir den Strom einschalten mussten und auf eine Plattform kommen müssten, die ein Fahrstuhl zu sein scheint und die uns jetzt wo meiner Meinung nach zu einem Boss bringen wird. Ob das so kommt oder nicht, das werden wir jetzt sehen. Also legen wir los mit The Callisto Protokoll Folge 10. Let's go! So, Kisten habe ich alle gelootet. Mehr kann ich leider jetzt erst einmal nicht machen. Also, fahren wir mit dem Fahrstuhl. Abfahrt Richtung Frachtumschlagzentrum. Okay, kein Fahrstuhl. Es geht los. Eine Art Bahn. Ernsthaft? Und die denn aber mal her? Okay, wir haben keinen Bosskampf, wir haben jetzt eine Art Wellenmodus, ja? Meine Munition ist alle. Auf wen sollst du treten? Alter, das ist ein bisschen übertrieben hier. Lass doch mal nach! Jetzt. Achtung, Bedienende müssen jederzeit Schutzkleidung tragen. Ja, wir haben es geschafft. War jetzt so eine Art Wellenmodus hier. Und ein Boss. What the? Nein. Du denn, ey?
soll ich mit euch machen? Das sind Zweier? Nee. Ich kann mir Telekinese nicht nehmen. Okay. Ey, die ist ja nur leer. Mein Gott. Hab ich jetzt Pistole? Jetzt ist er weg. Hat verdammt viel Munition gekostet. Wir erreichen Arcus Station. Was ja gar nicht weit weg war, ey. Was für ein Kampf. Aber durch das Ausweichen-Feature fand ich den Kampf jetzt nicht wirklich schwer. Weil er hat mich ja nicht einmal getroffen. So gesehen. Da fand ich die Wellenfeuer schlimmer. Haben mir auch gut Munition gekostet. Meine Fresse. Wo habe ich jetzt alles gelootet? Nein. Das nehme ich noch mit. Ja, war interessant, der Gegner. War mal was Neues. Okay. Weiter geht's im Text. So. Hier haben wir noch ein Audio-File. Oh, was jetzt? Kolonie. Dani, ich hab's geschafft. Super. Wo bist du? Eine Art Wartungstunnel. Ich bin auf der anderen Seite. Geh einfach weiter. Du bist fast in der Kolonie. Lokalisiere die alte Kolonie. Ich check das trotzdem noch nicht, warum hier unten unter dem Gefängnis so Wesen sind, die bedeutend älter aussehen als alles, was oben im Gefängnis war. Also diese, die nicht sehen können, die scheinen ja schon bedeutend länger da zu sein als die anderen. Fragen über Fragen. Mal sehen, wann wir die Antwort kriegen. Oh, wir müssen jetzt anscheinend hier lang. Hallo? Ach da, lol. Gar nicht gesehen.
der Kolonie. Wo bist du? Siehst du den Lichtturm? Wir treffen uns dort. Lichtturm, alles klar. Finde den Weg auf den Leuchtturm. Ich hab aber Lichtturm gesagt. Diese Geräusche überall. Na, scheinbar muss ich da runter. Dann gehen wir mal da runter. Okay. Da sind sie wieder, die nicht sehen können. Toll, noch mehr davon. Der Jacob hat sich gedacht, das wär's gewesen. Bitch, um. Geh doch. Mittag. Stecken sich doch hier bestimmt irgendwo die Viecher. Nochmal zwei. Da steht auch noch einer. Stampfen kriegen sie komischerweise nicht mit. Ja, wo willst du hin? Nein, hier ist niemand. Aber knapp. Haben wir jetzt alle oder? Nee, nee, ich höre noch welche. Das war's noch nicht. Da ist eine Leiter. Hier ist keiner. Mensch. Ich halte es ja nicht mehr mal zu schlagen. Bleib unten. Erstmal ein bisschen zappeln. Mich interessiert echt, was hier passiert ist. Der war frech. Also die sind ja echt überall, die Viecher. Komme ich schon an dich hinten ran?
Yep. Lass jetzt ganz schön viel Geld fallen, ne? Wie lange haben wir hier noch? Doch, da ich mein Inventar. Davon habe ich viel zu viel. Das hier eigentlich. CPU-Drucker, Bauteile, die an einem ohne für Callisto-Relates verkauft werden können. Aha. Nett. Sturmgewehr. Wo kommt der jetzt her? Wo zum Fick kam er jetzt her? ETF? Alter! Wollt ihr mich verarschen? Wechsel mal deine Waffe. Komm hier einfach aus dem Gully raus. Ich hab nur ein Medipack. Gefällt mir gar nicht. Auf jeden Fall ein Bauplan für eine neue Waffe. Das ist die letzte Waffe, die mir gefehlt hat. Sturmgewehr. Okay. Haben wir jetzt hier mal alle. Wahrscheinlich nicht. Wachraum. Wir müssten jetzt mal einen Drucker finden. Hab sie. Ich sollte zurück zum Aufzug. Welchen Aufzug? Elevator nach links, alles klar. Okay, dann gehen wir mal Richtung Elevator. Ich war zwar noch nicht beim Elevator, aber er wusste, dass er die Karte braucht. Nicht umdrehen. Werfen die Gegner jetzt aber ganz schön einfach die Füße, ey. Wo ist jetzt der Elevator? Die Richtung.
Ja. Will ich zu mir. Ja, du alle doof. Mal jetzt mal alle. Hier hin. Hier haben wir nochmal Audio-File. Mal, wo der Elevator ist. Kleine Krabbelviecher. Keller? Blossen. Ah. Wo ist der Fahrstuhl? Geräusche, Alter. Aber Elevator zeigt hier nach links. Da ist aber kein Elevator. Oder muss ich runter? Scheint so. Ach ja, stimmt. Ich bin ja hier hochgegangen. Hier ist der Elevator. Die Heilung habe ich eigentlich noch. Eine. Ich habe auch schon lange keinen Heilungsschrank mehr gefunden. Kann das sein? Die ist zu. Hier liegen noch Credits. Na gut. Dann nutzen wir mal den Elevator. Arsch. Wollte der mich erschrecken? Gut, dass die blind sind. Müsste mir hier den Weg blockieren. Seid voll harmlos mittlerweile. Man weiß, wie ihr funktioniert, seid ihr echt harmlos.
Na dann. Machen wir Aufzug. Dani, ich komme zum Turm rauf. Dani? Wo ist sie hin? Finde Dani auf den Dächern. Suchte Person. Kolonie. Ah. Ich hatte keine Wahl. Durfte nicht zulassen, dass es sich weiter. Okay. Ey, auf mit Dreck zu werfen. Ein Schuss? Okay. Warst jetzt enttäuschend. Komm mal her. Du bist nicht blind. Immer diese zwei Schläge von denen. Mein Gott. Stirb doch endlich mal, Junge. Mein. Ich muss mal den Elektrostab upgraden, ey. Macht irgendwie zu wenig Damage. Alles voll mit Gegnern, ja. Irgendwas bewacht? Nein. Hast du bei dir? Munition. Wo es hier überall lang geht. Schauen uns mal um. Aber hier scheint es weiter nicht viel zu geben. Hier brauche ich wahrscheinlich Schnee. Sperre die Tür. Eine Sicherung, okay. Dann wohl in die andere Richtung. Da, wo der Kollege hingerannt ist.
wo ist er? Drei Schüsse verbraucht, Biere wiederbekommen. Wisst ihr, ich habe eh keinen Platz. Schön. Von der Heilspritze würde ich schon gerne mitnehmen. Eck. Geh mal jetzt zu der Tür. Helfer. Spucker wieder. Credits. Ich will jetzt mal einen Fabrikator gebrauchen. Ah ja. Oh was? Mein Gott. Da oben. Ah ja, bleibt da oben. Meine ganzen kleinen Schrotflinten-Munition schon wieder verballert, ey. Zwei Schuss. Weich. Oh, ein Fabrikator. Finde Dani. Alle Systeme innerhalb normaler Parameter aktiv. Oh, mein Sturmgewehr. Aha. Erstmal verkaufen. Oh, 1000 gibt das Ding. Geil. Ups. Auswahl treffen. Machen jetzt die erstmal auf Maximum. Eine Lieblingswaffe. Die Verwendung dieses Drucks wird in Ihre Arbeitsakte verlangt. Qualitätsprüfung bestätigt. Toll. Du brauchst eine Waffe, Trophäe. Hey. Geh mal weg, ich sehe mein Geld nicht. 1087 noch. Wo ist das Maschinengewehrchen? Da. Ja, komm. Fehler. Ungültig. Warum? Befehl nicht erkannt. Ach, ich muss erst das hier kaufen. Ach, ich muss erst kaufen, das Ding. Oh. Wollte eigentlich noch Munition kaufen. 70. Ja, komm. Ich muss das Ding ja auch noch bauen. Montage. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Bin ich wieder pleite. Warten, bis Druck abgeschlossen ist. Die UJC bedankt sich für ihre Produktivität. Was kommt da jetzt für Munition rein? Altfeuer. Waffen, die mit alternativen Feuermodus aufgewertet wurden, bieten eine höhere Feuerkraft. Verbraucht jedoch mehr Munition. Drücke und halte L2, um die Zielvorrichtung
Wenden und drücke R1, um den starken alternativen Feuermodus der Waffe zu benutzen. Okay. Ah. Hier, Schuss nur. Munition für Automatikpistole. Ist das die? Nee. 40. Glaube ich, die hier. Okay. Gut, dann auf zu Dani. Hier hoch. Halt. Da ist noch eine Gesundheitsinjektor. Drehst du dich dahin? Und nicht die unsichtbaren Typen wieder. Nö. Ich komme näher. Ich komme näher. Hier lang. Warte, ich muss runter. Achso, Dani. Film. Nein! Nein! Was ist passiert? Tut mir leid. Wir haben uns in der Kolonie. Hey, Danny. Schon gut. Entschuldige. Alles gut. Bist du sicher? Du siehst nicht gut aus. Ich war in ihrem Kopf, habe ihre Erinnerungen erlebt. Aber ein Ausbruch. 75 Jahre. Genau wie das, was im Gefängnis passiert. Sie töteten alle, um es einzudämmen. Sind keine Unfälle. Es ist immer gleich. Arkans, Black Iron, Europa. Alles zusammen. Er wieder. Oh, ich bin alle. Ja, nee, jetzt kommt noch ein anderer. Alle.
so frech. Hält aber aus, ey. Will nicht sterben. Endlich. Danny, alles in Ordnung? Mein Gott. Was ein Scheißvieh, Junge. Kostet einen so viel Munition, ey. Hammerhart. Echt übel, das Vieh. Haben wir hier noch was? Oder eigentlich die zweite Leiche von dem Kleinen? Okay. Gut, aber bevor wir mit Dani weiterreden, würde ich mal sagen, das war's mit der 10. Folge von Callisto Protokoll. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein, euer Doomsday. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.